Jo, Schlängel, wir haben richtig fette Sachen für euch vorbereitet zur Black Friday Woche. Erstmal, wie immer, zu jeder Bestellung eine handsignierte limitierte Autogrammkarte per Zufallsprinzip dazu plus ein von fünf Gratis-Items. Aktuell, der Eiskratzer steht hoch im Kurs. Man muss eiskratzen, ist kalt draußen und das im Idealfall natürlich mit warmen Händen. Und jetzt zur Black Friday Woche gibt es noch zu jeder Bestellung ein Get On My Level Shirt, der normalerweise 17 Euro kostet, nochmal on top oben drauf. Plus 10% mit dem Rabattcode GetOnMyLevel auf alles. Plus ausgewählte Artikel bis zu 50% Rabatt. Nur mal ein Beispiel zu nennen. Diese drei Artikel, der Schal, der Pullover und die Jogginghose, würden normalerweise zusammen 96 Euro kosten. Ihr kriegt jetzt für 49 Euro plus nochmal 10% mit dem Code GetOnMyLevel. Seid ihr bei 45 Euro. 50% auf easy peasy gespart, Digga. Auf montanablack.de. Also Schnäppchenjäger, das ist genau die Zeit, um zuzuschlagen und Schnäppchen zu jagen. G steht für gönn. Wir gehen hier als Gewinner raus. Wir gehen als Gewinner raus. Ey, das ist nicht schlecht, Marcel. Zwei Kuscheltiere für ein 20, ist doch in Ordnung. Kann man auch mitnehmen, oder? Autoscooter, da sind wir aber am Start, Alter. Da sehe ich mich aber drinnen jetzt. Eins gegen eins, Marc. Du in dem Gegnerischen und ich in dem Gegnerischen, ja, auf jeden Fall. Chat, wer hat Bock auf Autoscooter? Was ist da drüben? Dosen werfen? Da will ich auch nochmal hin. Ja. Nur die Coolsten sind hier beim Autoscooter. Keiner ist da, ganz komisch. Moin. Boah, das ist geil Oldschool, Alter. Oder? Sag mal ehrlich. Aber hier war es ja früher nie, weil hier war nur eine Area für die Coolen. Meine Area war eher da drüben. So. Ah. Wo muss man das reinstecken? Ach, vorne? Hoppala. Ui. Okay. Ich muss sagen, wir müssen Marcel finden. Verpiss euch, ihr Zielscheibe, Alter. Wir müssen Marcel finden, wir müssen Marcel. Guck jetzt, guck jetzt. Oh. Ich hab dir nur gef***t, Alter. Alles Zielscheibe. So, jetzt sind wir da. Die ganze Lobby ist voller Zielscheibe, Digga. Wir müssen einmal rechts außen überholen. Ich muss sagen, es fährt sich natürlich ein bisschen fest. So, jetzt. Oh. Das ist schlimmer als die Warzone-Lobby, Digga. Oh. Okay. So, mal eine Runde raus. So. Guck, da ist er, da ist er, da ist er. Ich muss einmal drehen, ja. So. Digga, ich komme hier nicht raus. Wir fahren auch einfach rückwärts. So, ich glaube, Moment. Jetzt geht's wieder geradeaus. Eben hatten wir kurz den Rückwärtsgang drin, ne? So, müssen wir mal kurz hier durch. Ah, es sieht. Oh, oh. Ich glaube, wir. Oh, oh, oh. So, müssen wir hier rechts außen. Das ist nicht normal. Rechts außen. Wo ist der Marcel? Da ist der Marcel. Da ist der Marcel. Da ist der Marcel! Ja. Oh, mega! Mega, das sind doch die schönsten Dinge aller Zeiten, ja. So, Moment, so. So, Moment. Muss nochmal kurz rückwärts reinlegen. So. Komm nicht ran, Digga. So, Moment. Da ein bisschen festgefahren, außenrum, jetzt wieder drehen. Und. Digga. Oh, einmal durch die Mitte, so, Moment. So. Oh Gott. Ist er jetzt ein bisschen frei hier? Oh. Drehen jetzt nochmal außenrum. Oh. Einmal den Rückwärtsgang. So, jetzt wieder vorwärts. Außenrum. Jetzt musst du einmal drehen. So, warte. Da ist Marcel, sitzt doch hier drin, oder? Und? Nein! Digga, ich finde dich einfach nicht. Weil wir jetzt hier so gestreamt haben, Digga. Das ist nicht normal, Alter.
So. Ja. Oh Gott. Ich kann gar nicht gegen dich ballern, Digga. Irgendwann werde ich die ganze Zeit gestreamt sein, Bruder. Ohne Dosenmerken, Alter. Das war so eine Stream-Sniper-Lobby, Alter. Das war Katastrophe. Der eine hat 10-mal gerufen, kommt mit uns an und aus bei Fortnite. Ich denke, nach dem zweiten Mal ist es auch nicht mehr lustig, Alter. Was ist los bei dir? Ey, den Satz haben wir heute sehr wenig gehört, muss man sagen, ne? So, 3 Spiele, Best of 3 machen wir. Ich wäre noch gerne eine Runde gefahren, aber es war zu viele Zuschauer. Ich wollte dich die ganze Zeit rammen und die haben mich so von hinten, Digga. Ich fand's lustig. Ja, schon, aber ich wollte gegen dich duellieren. Ja. Der vorhin hat gesagt, ohne Wucht. Oh, direkt starker. Alter, nur noch stark, Mann, nur noch 3 Stück. Das ist ja nicht schlecht, Marcel. Okay. Und der letzte Wurf. Zwei Stück. Ist für den Anfang okay. Druck ist da. Okay. Der war stark. Du müsstest jetzt 5 Stück auf einmal. Okay, 1-0. Okay, nicht schlecht. 4 Stück noch. Oh, 3 Stück. Du musst für ein Unentschieden theoretisch gesehen, also 3 Stück müssen mindestens stehen, aber um zu gewinnen, musst du 2 Stück zum Schluss haben. Also der erste Wurf ist entscheidend jetzt. Der Druck auf den Schultern ist real. Ist okay? Ja. Stell dich nochmal zusammen, genau. 4 Stück musst du machen. Ja, schade. 5-3. Ja. Winner, winner, Chicken Dinner. Da hätte ich Bock reinzugehen. Ja? So. Adam, was sagt der Chat? Wie viele sind überhaupt am Start? Du bist konstant bei über 60.000. Das schmeckt. Danke. Kuss für den Support-Chat. So, einmal Action Cam. Einmal 3 Stück. Hier. Gut. Okay. Ist er schreckhaft? Nö, eher schreckhaft. Das ist ganz also geil. Wir fahren jetzt hoch. Also ist das jetzt so, werden wir jetzt hier erschreckt, oder? Das ist theoretisch gesehen kannst du auch schießen, aber ich finde es so geiler, wenn man einfach sich entspannt. Guck mal her. Guck mal wieder. Ist da hochgehen, Alter. Wow. Was? Ja, Digga, das ist. Guck mal, wie hoch das geht, Alter. Oh, Riesenrad geht, glaube ich, geht doch nicht, Alter. Riesenrad? Ja, weißt du nicht, Alter. Riesenrad, da passiert doch gar nichts. Ja, weißt du nicht, Digga. Oh. Das hat schon gehört, als wäre irgendwas abgefallen. Okay. So, jetzt geht's los hier, Marc. Was sagen überhaupt der Tacho? Boah. Hä? Ist gleich Viertel vor 8 schon. Ui! Also ich kann mich erinnern, dass es eher öde war. Ja, echt? Ja, ja, ja. Weil er eben gesagt hat. Also ich wüsste jetzt nicht, wo man sich erschrecken soll eigentlich, oder? Also vielleicht ist das Ding entfernt im Gleis. Oh! Okay. Also, bis jetzt ist es nicht schreckhaft gewesen, ich würde sagen, bis jetzt ist es aushaltbar. Hier waren wir doch schon mal, oder nicht? Nee, eine Ebene höher. Also, Digga. Also okay, man muss sich vorstellen, man soll ja natürlich schießen auf die Zombies, ne? Ah, okay. Und du kriegst dann Punkte. Das ist halt. Warum machst du denn, wenn du schießt, bist du eigentlich? Ja, weil die Zuschauer das gar nicht sehen könnten. Ach so. Weißt du? Also,
Ich finde es jetzt nicht schreckhaft. Also ich fand es aushaltbar. Ab und an habe ich mich ja schon, ne? Aber es geht. Jetzt passiert noch was, pass auf. Oh. Ich hab dich vorgewarnt. So, da sind wir wieder. So. Dankeschön. Wie war es für dich? Ja, ich hoffe mal, dass es nicht zu dunkel ist für den Chat, okay. Ne? Aber ich möchte natürlich immer ungern derjenige sein, der so anfängt, irgendwelche Geisterbahnen auszuleuchten. So, wir gehen gleich, würde ich sagen, da vorne links. Wir gehen auf jeden Fall auf die Achterbahn, sage ich schon. Auf das Riesenrad. Einmal da lang. Die Abstand halten, oder? Jungs, einmal die dann ein bisschen an. Hier. Spiegelkabinett, da gehen wir rein. Das wäre lustig, Digga. Komm, wir kommen beide mit rein. So, dann auf geht's. Die kommen, ja. Also du bist quasi mit ihm, also wir, ja, okay. Do not run, Marcel. Hier hoch, Marcel. Hä? So, gehen wir mal nach oben hier. Also, doch, da kommen wir noch hin, glaube ich. Da kommen wir noch hin, glaube ich. Okay, okay. Ui! Hey! Ich bin jetzt im Spiegelkabinett, Digga. Da kommt Wasser raus, pass auf. Ui. Oh. Das kommt jetzt. Gleich haben wir's. Marcel ist im Speedrun. Ohne Hände, Junge! Okay, sorry. Wo geht er denn längs? Ach so. Die Musik passt voll. Da sind wir! Salam. Guck mal, was da drüben ist, Digga. Da drüben ist lustige Mäuler. So, was müssen wir hier machen? Ah, da musst du die Bälle reinwerfen. Ja, du fängst an, Marc. Ich fang an. Okay, das war schon mal nix. Das war gut. Einer. Auch treffen, ne? Nicht vorbeischmeißen. Gut, sehr gut. Oh. Interessant. Zwei Stück bis jetzt getroffen. Drei Stück getroffen. 3 von 6. Ja. Das ist schon was anderes, aufgrund der Höhe auch. Gucken wir mal. Der erste Wurf, ob er reingeht. Ui, da geht es wieder so. Ui, daneben. Es war kein Punkt. Nee, ich habe auch nicht so gemacht. Mach nicht mit dem Spielchen. Okay. Ui, ja. Hochkonzentriert Marcel Eres hier am Ball. Und er sammelt schon direkt den nächsten versammelt. Jetzt bleiben jetzt noch 3 Würfe übrig. Er hat bis jetzt noch keinen. Und der war auch nicht überzeugend an dieser Stelle. Oh, das ist eine sehr, sehr schlechte Runde. Und er überzeugt mit nur einem. Aber wir haben ja noch. Es steht ja jetzt 1-0. Ja, 1-0 mit einer überragenden Leistung von mir. Der ist richtig leicht. Da will ich aber auch was sehen jetzt, Marc. 1. Der Kinderkopf. 2. Nicht. 3. Gut. Kinderkopf, ne? 3 Rinde, aber der nicht. So, okay. Also 4 von 2. 4 von 6. Ja, genau. Ich glaube, Marcel ist ein bisschen aggressiv, wenn er verliert. Okay, ersten hat er getroffen. Zweiten hat er getroffen. Hochkonzentriert. Ei! Er darf noch. Ei. Ja, für unentschieden muss er beide treffen. Okay. Und da, Marcel, die nächste Haltestelle wird wieder ein bisschen actionreich sein. So, Gruppenfoto wird nochmal gemacht. Alter, Pfeil und Bogen da vorne. Oh! So, hoppala, ui, hoppala. So, hast du schon mal Pfeil und Bogen gemacht? Ja. Ah, okay. Mittelfinger ziehst du hier unten am Band, den Arm gerade, die Hand, die kommt hier auf Augenhöhe. Dein linkes Auge schließt du mit dem rechten Fuß über den Pfeil. Ja. Stellst dich mit deinem Körper leicht seitlich hin und gehst jetzt wieder einen Schritt vom Tisch zurück. Ja. Wie viele haben wir? 4 Stück? 4 Stück. 4 Stück, okay. Jetzt der erste. Ja. Oh! Ich hatte meine Tage. Ja, egal. Gut, nochmal. Nochmal. Und der nächste Schuss. Der war ein schwarzer. Danach kommt blau, rot und gelb. Wir schauen einmal, was der nächste und vorletzte Schuss von Marcel Eres, 34 Jahre alt, und der trifft ins Blaue. Und der letzte Schuss hier für diesen
Abend und er spannt den Bogen und hat den Bogen überspannt, denn das ist an der Grenze. Damit ist blau bei ihm drinnen. Okay, also theoretisch gesehen, wenn du jetzt direkt beim ersten Schuss rot oder gelb triffst, können wir das nächste Spiel schon starten. Ja, ja, Zeit ist Geld. So, Marc, wenn er direkt ins Rote trifft, ist die Runde schon vorbei. Erster Schuss, rot und damit ist das nächste Spiel. Gut, alles da, Marc. Hallo. Ich hab wirklich gehofft, dass schon zu Ende ist, Digga. Okay, let's go. Hi. Ja. Oh mein Gott, Alter. Mann, sei doch mal ruhig da vorne jetzt. Ich will hier entspannt fahren. Der ruft die ganze Zeit meinen Namen, macht dies, macht das. Ananas, Alter. Digga. Wow. Alles gut. Du drückst mir mein Bein ab. Rutsch rüber. Ah, rüber. Ah, mein Bein, Digga. Rutsch rüber, du Fettsack. Oh, ich kann nicht mehr, Digga. Er soll aufhören. Rutsch mal rüber, du Fettsack. Das geht nicht. Oh Gott. Entweder werden wir alt oder wir sind einfach uncool. Ey, schwör's dir. Oh Mann, ey. Oh Gott. Wie fanden die Zuschauer das? Ja, also es hat sich gelohnt, so still zu halten, weil die fanden es schon richtig, richtig geil. Also, die hatten Spaß gehabt. Es sah auch lustig aus, aber wie er so übereinander klebte. Oh, und vom Sound und so war auch in Ordnung. Ja, aber super. Okay. Und dann geht's gleich aufs Riesenrad, ne? Also das wird, also eins möchte ich aber bitte, es wird nicht gewackelt. Adam? Ja. Und Jungs, es wird nicht gewackelt. Ja, okay. Wer wackelt, kriegt einen Sporer. So, vier Fahrkarten. Ach Gott, ey, dieser Kreiseldings, der hat mich echt mitgenommen. Ich habe für einen kurzen Moment nicht mehr atmen können. Ich habe so gelacht. Gib mal dein Geld in deine Uhr. Was hast du heute für eine um? Tatsächlich habe ich die Hoffmann Limited Edition, bei der es eine Geld-Zurück-Garantie gibt. Wenn die geklaut wird, oder was? Nee, dann bitte. Jungs, und nicht wieder die ganze Zeit rumschreien, ne? Du bist ja schon so ein kleiner Riesenrad-Experte. Ich war hier das letzte Mal auch mit meiner Freundin drin. Okay. Mit meiner Ex-Freundin. Echt? Ja, ja. Schön. Nö. Scheiße, worauf habe ich mich wieder eingelassen? Echt, das ist so ein Problem? Oh, ist das schön hier. Och, guck mal. Nicht mal Sitzheizung, Junge. Guck mal, das sind Momente, die uns hier verbinden. Wir vier am Dom genießen. Oh, guck mal hier. Ui, oh, guck mal hier. Ey, Alter, guck mal, hier kann man sogar loszeichnen, Alter. Ach, guck mal, schön. Und das ist so das ist einfach Hamburg. So wie ich es lieben gelernt habe an dieser Stelle. Schön. Ach, guck mal hier. Ach, so schnell dreht sich das. Guck mal. Da sind wir oben. Aber ich muss schon sagen, interessant. Oh, ey, mach nicht diesen, Alter. Setz dich mal hin. Da ist denn ein Rappel, Junge. Oh, nee. Echt? Findest du... Ja, also eins muss man sagen. Der Ausblick ist wunderschön. Mhm. Wenn man das jetzt mal ausblendet. Aber es sind halt einfach... Also, ich sag mal so, hier fühle ich mich wohler als beispielsweise auf dem Turm. Da hinten ist das Stadion von Pauli. Ah, ja, das Milan-Tor. Ach, schön hier. Guck mal hier, kannst du rausgucken. Ja. Ja, ich weiß nicht. Also, es hält sich in Grenzen. Aber es ist halt einfach, ich weiß nicht, entweder mal, also Höhe ist halt einfach... Ach ja. Respektseinfluss. Hast du keine Höhenangst? Nö.
Du bist verrückt, Digga. Ah, da machst du Höhenangst? Nee, sonst könnten wir die ganzen Streams nicht machen. Ich bin ganz froh, dass ich keine habe, aber so Bungee-Jumping und so ist trotzdem nicht meins. Gleitschirmfliegen habe ich mal live gestreamt, das war ganz okay. Fallschirmsprung? Nee, Gleitschirmfliegen, also Paragliding. Ich habe gedacht, das wäre schon am Ende. Wie findet der Chat das? Hat einen guten, schaltet ihr irgendwann um zwischen den Kameras oder wie macht ja, ihr das? Ja, die ganze Zeit. Wir machen manchmal Bild im Bild, wenn es geeignet ist, aber ansonsten machen wir auch immer schön, euch an der Seite zu haben, muss ich ehrlich sagen. Da macht Planung für IRL-Streams viel mehr Spaß. Wildpark Schwarze Berge habe ich mir schon so oft, so lange vorgenommen, aber es war internettechnisch nicht die Möglichkeit. Mit dem Handy jetzt. War auch teilweise Müll, ja. da muss ich ein paar mehr SIM-Karten rausholen. Also, ja. Da war schon so, dass ich da irgendwie, also gut, heute haben wir 20 SIM-Karten, weil es klar ist, weil wir mehrere Perspektiven haben. Aber da mussten wir noch mit einer einzigen Cam richtig draufballern, aber so ist es halt. Du hast es ja vorher auch gesagt, so. Da habe ich mal ein paar Pakete noch mit abgeschlossen. Da ist ein guter toter Winkel auf jeden Fall, Digga, da in der Gegend. Aber es war ein wunderschöner Stream. Ja, das war doch wunderschön, muss ich sagen. So, da sind wir wieder draußen. Was ist das? So, wo man so werfen muss. Ja, können wir mal gucken. Was muss man da machen hier? In den Korb muss man die reinschmeißen, oder was? Ja, ach, von hier, oder was? Genau, kommt hier mit dem Hammer. Ah, okay. Man muss mit dem Hammer da unten raufhauen und gucken, in die Eimer zu fressen. Das ist ja voll random, das ist auf jeden Fall. Darf ich einmal eine Probe machen? So? Ja. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ah. Mach du auch mal, damit wir beide, weil das haben wir beide noch nie gespielt. Oh, das war zu feste. Das ist sehr schwer. Finde ich auch, ja. Das ist ein sehr schweres Spiel. Ah, Alter. Fast. Schon schwer. Ja. Also ist irgendwas Neues, habe ich auch noch nicht. Kannte ich auch noch nicht. Ach, ah. Meine Mutter, Alter. Bin mal gespannt, Alter. Ah. Du fieberst gar nicht mit, du spürst nicht ins Auge. Ich merke das Auge in meinem Nacken, Digga. Oh. Ach, Digga. Nee, wir machen jeder 5 Stück. Ja, wenn du einen triffst, ist schon die Runde zu Ende. Marcel, kannst du mir auch nochmal zuhören? Hä? Ja, aber... Digga, das ist doch Marcel. Ja, dann ist schon das erste Spiel zu Ende. Ja, also noch zweimal. Also. Ach, Digga. Ah. Leck mal. Ey, ich kann das nicht einschätzen von der Kraft, muss ich gestehen. Okay, fast. Bam. So. Aus die Maus. Interessantes Game. Das war ein bisschen schwierig. Das war alles ein bisschen schwierig gerade. Also was ist denn mit der los, Digga? Ganz komisch, Alter. Sollst du dir zuhören? Digga, das habe ich ja noch nicht erlebt, Alter. Was war denn da los, ey? Hör mir zu, Bruder, ich bin hier auch gerade am Arbeiten, hallo. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir hier gleich Feierabend, Digga. Dann sind wir einmal rumgegangen, gute Zeit, knappe 4 Stunden. Oh mein Gott. Mein Halt war aber immer noch vorhin die eine. Nimm dir doch mal die Zeit, mit mir zu reden, oder? Ja. Was hat sie gesagt? Hör mir doch mal zu, Marcel. Hör mir doch mal Monte. Zu. Tja, eine wildfremde Frau. Ich weiß gar nicht, wer das ist, Alter. Oh, du hast doch ein bisschen perplex geguckt. Ja, aber ey, Bruder, ich habe erst gedacht, die... Marcel, nimm dir doch mal die Zeit und hört mir zu. Ich hatte erst gedacht, dass ich sie kenne. Die hat mich an jemanden erinnert von früher. Ah, okay. Aber ich weiß nicht, ob die das war. Das war die erste Frau, von der ich die gesehen habe. Oh. Ah, hier ist die Wilde. Die können wir noch reingehen, oder? Ja. Als grünen Abschluss. Wir gehen noch in die Wilde Maus. Wie viel Mann gehen wir? Mit 3? Man kann schon mal sagen, ich habe gerade meinen Mods auch gefragt, wie der Stream war. Und die meinten, das war einer der geilsten Streams seit langem. Ja, echt? Ja, schon. So, let's go. Oh, nee, Digga. Wir haben alle Schaden, Digga. Aber auf positive Art und Weise. Ja. Oh. Der fährt richtig eklig in die Kurven, das weißt du, ne? Nee. Kennst du das nicht? Der fährt mit Hochgeschwindigkeit in die Kurve und du denkst jedes Mal, du fliegst raus. Tatsache. Ja, ja. Oh, nee, Digga. Ui. Oh, nee, Digga. Ich kenn das. Denk, dass das... Ui, ui. Ja? Das ist aber schnell. Ui, ui. Oh, mein Gott, Digga. Ist das oha. Hier? Oh, oh. Digga. Das ist aber schnell. Also... Oh, mein Gott. Das, ja. Also da würde ich gerne die TÜV... Oh. Oh. Oh Mann, Alter. Da würde ich gerne die TÜV-Zertifizierung oh, mal sehen. Digga. Ui. Oh. Oh Gott. Oh. 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 Ui. Ui. Ja. Oh. 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 Oh.
Oh, Scheiße! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, ja, ja! Jetzt ist wirklich eine wilde Maus, ne? Ey. Gut, alles gut. Alles gut. Digga, die schreien da von da oben während der Fahrt Ehrenmann Monte, also die Jungs, Alter. Also ich sag dir ganz ehrlich, wilde Maus war geil, ne? Ja. Jetzt. Du siehst ja aber ähnlich. Woher soll ich dich denn kennen? Digga. Okay. Gut, dann hätten wir das auch onstream einfach ausgetragen. Also sie war die Person nicht. Das war jetzt auch ein gutes Ende, glaube ich. Hat man das gehört? Adam! Also das muss ich sagen, war jetzt mal mein persönliches aber Highlight. Woher kenne ich die denn? Ihr könnt euch ja gleich nochmal privat einfach. Keine Ahnung, woher ich die kenne, Digga. Aber es war nicht die von der Vagina, Alter. Digga! Dann ist das ein guter Abschluss gewesen. Sind wir von hier gekommen? Ja, hier raus. Okay. Dann sage ich an der Stelle, Chat, danke an das ganze Sicherheitsteam hier im Hintergrund. Danke an Adam, danke an alle, die hier beteiligt waren. War ein guter Stream, wie lange war es jetzt? Ja, über vier Stunden. War eine gute Runde. Küsschen aufs Nüsschen, lasst euch gut gehen. Danke an Marc, danke an die ganzen Sicherheitsjungs hier, die am Start waren, die für Sicherheit gesorgt haben. War ein guter Stream. Bis bald. Ciao, ciao.